bin es gewöhnt, früh aufzustehen. Wenn ich länger schlafen würde, hätte ich auch das Gefühl, einfach viel vom Tag verschenkt zu haben. So, guten Morgen. Guten Morgen. Es gibt während der Fahrzeit eigentlich keine Leerlaufzeit. Es ist so, als wenn ich am Schreibtisch sitze oder anderweitig meine Arbeit erledige. Also das ist zwar sicherlich anstrengend, wenn man rund um die Uhr auch im Geiste online ist, aber es ist heute technisch alles möglich, sodass es keine Rolle spielt, ob Sie im Auto sitzen oder an einem Standort fest die Arbeit erledigen. Wenn man ein Problem hat in diesem Beruf, dann ist das das unregelmäßige und demzufolge auch relativ ungesunde Essen. Man ist auch nicht mehr der Jüngste. Das Tolle ist die Vielfältigkeit und die Möglichkeit, die Buntheit dieses Landes in vollen Zügen zu erleben. Und dann hat jeder hier so seine Aufgabe und sortiert jeweils etwas rein. Und wie viel werden genascht so zwischendurch mal? Ich versuche auf jeden Fall jeden Termin sehr konsequent und sehr bewusst wahrzunehmen. Da ist auch eine Leidenschaft dahinter, weil ich sehr geschichts- und kulturinteressiert bin und demzufolge einfach auch immer auch eine sehr große Neugier entwickle, mit Menschen und ihren Traditionen zusammenzukommen und sie auch zu verstehen. Das Kabinett ist das wichtigste Entscheidungsgremium der Landesregierung. Dem Kabinettstermin geht aber voraus ein sehr intensives Abstimmen zu bestimmten Themen. Ja, wofür stehe ich früher auf? Ich stehe dafür auf, dass ich möglichst viel an zusätzlichen Terminen vor dem normalen Ablauf eines Terminkalenders unterbringe. Es ist nicht genug Zeit für Familie und Freunde. Politik ist immer auf Zeit und das persönliche, familiäre und auch Leben mit Freunden, das ist das Durchgängige und darauf muss man auch weiter Wert legen. So, alles klar, bis gleich. Wenn ich abends nach Hause komme, versuche ich erstmal von meiner Frau zu erfahren, wie es ihr gegangen ist im Laufe des Tages. Auf der anderen Seite, emotional lassen einen bestimmte schwierigen Dinge nicht los. Ich lasse mich von bestimmten Kritiken überhaupt nicht beeindrucken. Und langfristig werden Sie alle früher aufstehen müssen, wenn Sie sehr erfolgreich sein wollen wie wir.